Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge haben wir das Wasser zurück nach Hyrule gebracht und jetzt werden wir mit dem Gott des Wassers reden oder so. Erzähl mal, was hast du mir zu sagen? Ich bin der Letzte, der von den Schatten umfangenen Lichtgeist. Von den Göttinnen auserwählter Held. Du hast es bis hierher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, fülle es in diesen Tiegel. Okay. Du hältst den Tiegel des Lichts, sammle in ihm den Strahlentau, der das Licht in die Welt zurückbringt. Die Dunkelheit wird vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Verwende dein Gespür, um die finsteren Kreaturen zu finden, die den Strahlentau beherrschen. Die Schattenkäfer haben mein zerstreutes Licht. Aber, wie du weißt, sind im Schattenreich die Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar. Finde mein Licht. Und beseitige die letzte Bastion des Schattenreichs in Hyrule. Ja. Ja. Halt mir mal fest. Nur um das mal kurz zu sagen. Im Schattenreich sind die Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar, finde bla bla und beseitige die letzten Schatten. Ich wollte nicht mit dir reden, sorry. Nur um das nochmal ganz klar zu zeigen. Der Lichtgeist kümmert sich um das. Nicht viel mehr, aber doch schon mal nicht schlecht, oder? Der Lichtgeist kümmert sich um das. Und wo sind wir jetzt hier, ne? Der Lichtgeist kümmert sich um das. Was ein bisschen mehr ist als dieses kleine Winzding. Just saying. Also ich würde mal sagen, der in Ordon, der hat ganz schöne Probleme, sollte es irgendwann mal um Gehaltserhöhungen gehen. Objektiv macht er ja gar nichts. Der hier, das ist der Scheißer. Der Lichtgeist hier, der macht alles. Oh, da ist ja schon der Erste. Oh, die bewegen sich alle. Das ist ja interessant. Weg mit dir. Hammer Teil 1 schon mal geschafft. Schön. Okay, wo ist Teil 2? Wie geht's weiter? Ich dachte es mir schon. Das sah so verdächtig aus. Nächster Wartpunkt. So, wo stehen die alle? Ich glaube, ich mache erst den anderen fertig. Man hat relativ viel Freiheit, welchen von denen man fertig macht. Aber die beiden sehen hier so aus, als ob man die eher zusammenrufen kann. Guck. Easy. First try. Easy peasy. Warpunkt erstellt. Schön. So, und wie komme ich jetzt? Oh, Herz, 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 Herz. Wer des Herzens dich. Er hat noch ein Herz. Oh, was? Oh, ich habe sie beide, glaube ich. So, wo sind die anderen Schattenkäfer? Der ist bestimmt oben, oder? Ich doch im Leben nicht hin. Ah, doch.
Oh, knapp. Pupiesel dich. Herz. Okay, nichts Relevantes. Herz. Okay, dann haben wir hier schon mal alles geschafft. Bisher fällt mir immer noch nicht auf, wieso man als Mensch hier nicht zur Quelle des Lichtgeistes kommt. Da kommen wir, glaube ich, raus. Okay, der Schattenkäfer wird hier irgendwo sein. Ohoho. Dieses Gras da, ist das nicht das, mit dem du die Vögel rufen kannst, wenn du es als Flöte verwendest? Wenn du jetzt nicht flöten kannst, dann stell dich doch einfach neben das Gras und heul die Melodie. Doch easy. Ich möchte jetzt keinen Vogel rufen, aber danke für die Information und ich bin hier falsch. erstmal zack, ein Bad nehmen. Das muss auch schön gut riechen. Jo, Digi, was geht? Gäste kommen einfach keine. Aber das Wasser ist doch wieder da. Wahrscheinlich weiß das doch keiner. Vielleicht sollte ich nach Hyrule-Stadt gehen und es allen erzählen. Ach, ich bin müde. Was machst du denn da? Wie kriege ich den denn jetzt? So kriege ich ihn. Okay. Hat er gedacht, er könnte ein Gegner für mich sein? Aber er konnte vor allem hässlich sein. Das war seine große Spezialaufgabe. Okay, jetzt bin ich hier unten. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Oh, da ist der Felsen. Wait. Das ist ein anderer, oder? Oh, ich glaube, da komme ich nur als Mensch hoch. Ich sehe da Lianen und so einen Scheiß. Ah, da ist eine Leiter. Wie gewonnen, so zerronnen, hä? Tja. Ja, ich muss da als Mensch hoch. Na gut, dann versuchen wir doch mal die Melodie zu heulen, wenn Midna das schon von uns erwartet. Dieses Mal ist Link vorbereitet. Oh, wie süß. Na gut, gucken wir mal. Hier gibt es, glaube ich, auch Käfer und die waren nicht so schön zu holen. Da erinnere ich mich noch dran. Wir haben jetzt etwas kleineren Handlungsspielraum. Was sehr blöd ist. Da unten ist einer. Da unten ist einer. Ist einer. Da unten ist einer. Ist einer. Nein! Ich habe den ersten verpasst. Ich krieg sie nicht. Es bringt mir halt nichts, sie anzuvisieren. Achso, ich muss sie anvisieren. Na, super. Jetzt habe ich ja trotzdem schon einen verpasst. Der fliegt garantiert auch nicht mehr mit. Komm, guck ihn doch an! Hallo? Noch einen. Oh, erstmal den gebadet, der freut sich. Okay. Einer fehlt noch. Oh, das Wasser. Okay, das. Ich krieg dich. Nein. Hm.
Jawohl, wir haben sie alle vier. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt am besten einfach nicht sterben. Wobei, ich glaube, der Strahlentiegel bleibt ja sogar bei Game Over erhalten, wenn ich mich nicht täusche. Können wir noch ein bisschen genießen, wie das hier schon alles aussieht. Kann ich eigentlich frei fliegen? Nee. Nur so ein bisschen. Rückwärts komme ich nicht mehr. Naja. Fliegen wir wieder raus. Wir haben es geschafft. Und ich sollte jetzt auch diesen einen Stein aktivieren können. Okay, so langsam geht's doch. Danke, Vögelchen. Hast du gut gemacht. Tschüss, Vögelchen. Du bist toll. Tschüssi. Okay. Mir egal. Du bist mir egal. Du bist mir auch egal. Das ist eine Scheißbrücke. Ganz ehrlich, wer hat denn so eine dumme Müllbrücke gebaut, ey? Wie kann man so dumm sein? Okay. Hä? Ist mir egal. Gott. Holy shit! Das war schwer! Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Ha! Das ist der, von dem ich euch erzählt habe. Wo ich gesagt habe, da ist einer. Ich weiß es. Und jetzt darunter, oder? Achso, da komme ich ja eh wieder hin. Das ist ja egal. Okay, was seid ihr denn für welche? Hallo Zoras. Ob Prinz Ralis hier vorbeigekommen ist? Also dies ist die einzige Wasserstraße, die nach Schloss Hyrule führt. Komm, gehen wir ihn suchen. Ich weiß doch ganz genau, wo Prinz Ralis ist. Das ist der Typ, den es angespült hat. Als ob der jemand anders ist. Aber schön zu wissen, wir wissen jetzt also, hier ist eine Abkürzung nach Hyrule. Und dieses Wissen nimmt man doch gerne mit, oder? Vorher aber haben wir noch was zu tun. Und irgendwo hier hängt so ein Viech rum. Wahrscheinlich muss ich dich erst wieder ansprechen. Ja, ich wusste es. Was ist denn das? Ein Insekt ist ja widerlich, und riesig. Auf dem Land findet man wirklich die schrecklichsten Dinge. Nicht mal mehr angeguckt. Nicht mal mehr angeguckt. Einfach nur. Verschwinde. Was hast du zu sagen? Oh, ist es hinüber? Hab ich mich erschrocken, wenn die doch bloß nicht mal so auftauchen würden. Es passiert einfach nichts Gutes mehr auf der Arbeit, nicht und privat erst auch recht nicht. Also hier, das ist alles scheiße, die Welt ist doof. Okay, kein Eingang. Können wir vielleicht ins Haus hier rein für so ein Herzteil oder so? Das wäre voll verdient. Nope, sieht nicht so aus. Ja, da ist ein Abstand. Oh, by the way, ein blauer Rubin. Das ist 5 Rubine wert für den Fall, dass ihr es nicht wusstet. Nein. Wait, was? Ich kann hier den Vogel rufen? Warum kann ich den Vogel rufen? Der Vogel bringt mich bestimmt da wieder zurück, oder? Der Vogel bringt mich safe wieder zurück. Da geht's zu dem Zoras, da kommt man raus. Ich bin jetzt auf der Seite. Kann ich da...
Ich weiß, ich zögere es schon wieder raus. Ja, ja, blöd und alles. Ich wüsste gerne, ob ich, wenn ich hier den Weg laufe, ob ich da irgendwas finden kann, was geil ist oder so. Prinz Rales ist doch noch so jung und die Königin. Wenn wir zu viele Kräfte für den Suchtrupp abzweigen, ist die Bewachung der Höhle nicht mehr gesichert. Nicht, dass es irgendwas geholfen hätte, als diese Viecher uns attackiert hätten. Angriffe durch die Schattenwesen, Lava im Thronsaal, was geht nur hier vor sich? Erst die Königin, nun auch da der Prinz. Man sollte an solche schlimmen Sachen nicht einmal denken. Der Tunnel zu den Schneebergen scheint noch zugefroren zu sein. Wird wohl noch eine Weile unpassierbar sein. Ach, findest du? Ich will, dass du... Du hast doch gerade mit mir reden wollen. Hallo? Mittner? Hallo? Also, ich kann wieder hoch. Ja, wenn du das sagst. Schon okay. Aber eigentlich gar nicht, was ich will. Hier kommen wir halt nur wieder... nach ganz oben, aber das bringt uns jetzt hier erstmal nichts. Wir könnten halt jetzt wieder zu den... Warte. Ich muss nach ganz oben. Jetzt haben sie mich wieder schön verarscht. Okay. Gehen wir den Weg mal nach oben. Siehst du, hätte ich jetzt nicht auf die Karte geachtet, hätte ich mich schön geärgert. Nicht, wo ich hin wollte. Hoch bitte. Linky Boy. Das war klar. Hier dann auch wieder. Okay, passt. Und wo geht's jetzt weiter? Oh, hier. Kann ich die öffnen? Ich bin doch ein Wolf, da kann ich die öffnen, oder? Klar kann ich die öffnen. Ja, Mann, Geld. Nice. Da falle ich nur wieder runter, da will ich ja nicht hin. Ich will nach ganz oben. Aber ich bestimmt hier drauf, oder? Ja, klar. Easy. First try every single time. Oh, wait. Safe der Rückweg. Ja, wobei, da kann man doch wieder laufen, oder? Ach, hier ist diese Treppe, wo ich mich gewundert habe, wo das hingeht. Also, und hier ist der Stein, okay. Da ist der Stein, okay. Bin ich hier richtig? Ist hier das Viech? Ja, ist es. Weg mit dir. Bam, Alter, du kommst hier mit, ja? Ist es klar? Ich brauch dich. Fertig. Kann ich da jetzt wieder hoch? Bitte sag mir, ich kann wieder hoch. Scheibenkleister. Das sah so aus, als ob man hier wieder hoch kann. Aber man kann hier nicht wieder hoch. Was für mich bedeutet... einen besiegt. Und dann kriegt man auch noch. Nein, er ist mir weggetaucht. Das ist der Dreis. Hoch, Link. Warte, bis er angreift. Ist unter Wasser. Ja, natürlich ist er unter Wasser gewesen. Jetzt greifst du mich an. Du bist doch ein Arschloch, ey. Komm, Link, da ist was, was du drauf kannst. Komm her. Komm her. Ja, nö. Ah, ich krieg ihn nicht. Ich geh in die Mitte. Was? Ich hab dich angegriffen, krieg Schaden. Du kannst mich am Arsch legen. Komm her, du Hässlern. Link, da ist ein Blatt. Du kannst dich draufstellen. Hallo, Link. Oh, ist das nervig.
Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Oh Gott, geht dir. Link, drauf! Meine Fresse, ey, du bist dumm wie ein Stück Stock, ey. Stück Toast ist klüger, hat mehr IQ. Na egal. Dann klettern wir wohl den ganzen Scheiß hier nochmal hoch. Wie war das? Hier wolltest du los, ne? Hier geht's los. Ja, genau. Das würde mich mal interessieren. Kann ich auf der anderen Seite da einfach so hin? Gott. Oh, du stehst im Weg. Du stehst... Halt die Klappe. Du bist hässlich und stehst im Weg. Nee, man sieht den Käfer nicht. Na gut, dann fangen wir nochmal an mit der Bergbesteigung, weil ich dachte eigentlich, ne? Oh je, Mine. Das wird jetzt einige Zeit dauern, bis wir da wieder ganz oben sind. Nee. Nicht richtig. Richtig. Weg mit dir, es wird nicht geflogen. Es wird nicht geflogen, kleiner Penner. Nur genug Ärger gebracht. Also, wenn ich Pech habe, konnte ich wieder nicht hoch, muss den Weg nochmal hochklettern. Dann würde ich mich nicht so freuen. Das wäre echt dann tatsächlich ein bisschen nervig. Oh nein, man konnte hier hinschwimmen. Das heißt, ich muss den Weg wahrscheinlich echt nochmal springen. Oh je. Oh je, Mine. Nein, hier ist echt nichts. Oh, meine Fresse. 20 Rubine, ha? 10 sogar nur. Oh, ist ja lächerlich. Die Entwickler haben also wirklich damit gerechnet, dass man hierhin kommen würde und wieder hochrollen würde. Oh mein Gott, ist das doof. Nicht cool von denen. Nicht cool von denen. So, okay. Aber soll man nicht... Ups, warte. Soll man nicht weiter schlimm sein. Übung macht den Meister und Link kann Übung wirklich sehr gebrauchen. Link kann Übung wirklich sehr gebrauchen. Wenn es eins ist, das zutrifft, dann ist es das. Was mir zu riskant. Wir müssen jetzt nach ganz oben. Weil oben im Thronsaal oder wie auch immer das Ding heißt, ist ja auch noch eins. Wie war das letztes Mal, bin ich hier runtergefallen, ne? Das wollen wir jetzt nicht mehr. Warte. Ja, genau, jetzt geht's nicht da weiter. Nicht runter, sondern da weiter. Sieht schöner hier aus, ne? Wenn du so überlegst. Ich finde es halt lustig, wie innerhalb von Sekunden alles wieder aufgetaut war. So krass ist das jetzt auch nicht. Aber okay. Okay, genau. Und da ist die andere Seite von dem Felsen. Wir könnten jetzt ganz einfach hochlaufen. Wenn dieser Felsen da nicht wäre, den müssen wir dann wegsprengen, wenn wir irgendwann als Mensch wieder herkommen. Weil als Wolf ist das mit den Bomben nicht so einfach. Na? Ich weiß nicht, ob hier die Strömung krass ist, deswegen laufe ich einmal unten außen rum. Da oben hängt er. Na, scheiße, okay, die sind unverwundbar, solange sie ihr komisches Ding haben. Oh nö. Okay, also ausweichen und dann in deine Fresse springen.
Idiot. Die warten immer, bis man angreift. Deswegen habe ich gerade einfach irgendeinen Dummy-Angriff, der eh nicht funktioniert, gemacht. So, was sagst du dann? Achso, die sind noch alle tot. Was ist nur mit diesen Felsen? Ja, ja. Komm, loslassen. Scheint so, als ob zumindest das Wasser wieder fließt, allerdings mit ziemlicher Kraft. Wir müssen es später überprüfen, ob es sich Auswirkungen auf die Gebiete gab, die von uns mit Wasser versorgt werden. Tja. Oh, meine Königin. Oh. Tja, die ist tot. Die wurde umgebracht. Mist, ich hab nicht aufgepasst. Puh, uff. Ach, für die Mini. Der war ja schon tot. Steckt er. Sieht man den Felsen jetzt auch? Der muss ja dann hier zu sehen sein, ne? Nein, bitte oben bleiben. Möglich weit kann man hier nicht sehen. Naja, gehen wir wieder an Land, gehen wir wieder zurück. Und dann machen wir die letzten drei, machen wir dann später. So, wo sind denn die restlichen drei? Einer ist noch hier. Einer ist da. Noch einer? Nee, ne? Hier ist keiner mehr. Hä? Fehlt doch irgendwie da noch einer. Oder taucht der auf, wenn ich den vorletzten dann hab oder was? Hä? Komisch. Na egal. Ich würde sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.